Den 7. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga, welche am Montag, dem 23. September 2019, nicht aktiv ist, weil nämlich die 1. Bundesliga unter dem Protest der Fans jetzt auch einen Montag spielt, gelegentlich. Das heißt, die 2. Liga ist durch, mache ich heute, 1. Liga morgen, ansonsten meist umgekehrt. So, jetzt bin ich also nicht nur hier in den Videos aktiv, sondern auch im Wettforum, wettforum.info, aktiv, sprich, also man kann sich auch da möglicherweise meine Wetten oder ich werde sehen, wie viel ich da und wie viel ich hier. Aber empfehle ich natürlich auch jedem sehr gute Beiträge. Also habe ich wirklich jetzt, ich wusste natürlich von der Existenz, habe aber dann eben sozusagen immer als Einzelkämpfer und bin jetzt eben gerne bereit, mein Wissen auch mit allen zu teilen und einfach in der Community mitzumachen. Und da habe ich halt sofort den Hinweis erhalten, und stelle mir jetzt auch sofort den Timer hier, was ich eigentlich vorher machen wollte. Aber dass eben dankenswerterweise Harpax, dass eben meine Videos zu lang sind, was mir natürlich auch vorher schon bewusst war. Nur werde ich es jetzt einfach komprimieren und zwar mit Gewalt. Also es muss eben kürzer werden. Wir machen den Rückblick. Wir wollen uns angucken, wie die Wetten waren, wie die Spiele waren. Und meinetwegen andere Inhalte muss ich dann eben immer auslagern und versuchen in anderen Videos Dinge, die der allgemeineren Natur festzuhalten. Wir hatten also diese hier oben gezeigten Tipps, hatte ich ausgewählt. Ich hoffe mal, die Bildschirmgröße reicht jetzt hier aus, aber ich zoome das meinetwegen auch noch. Ich möchte aber natürlich trotzdem versuchen, hier und da mal wertvollere Dinge auch unterzubringen oder eben die, dass hier möglicherweise, dass sich das hier halt ein bisschen abhebt, dass eben, es gibt halt so einen gewissen Standard und ich versuche halt natürlich da ein bisschen Pluspunkte dem gegenüber herauszuholen. Und worin könnte das sein? Das ist eben, was ich eben neu habe, ist eben die Qualitätsmessung der Wetten. Und selbstverständlich, ich bin eben mit den Medien über Kreuz hier, wie sagt man so, weil ich halt einfach nicht diesen Standard-Jargon mitgehen möchte. Und eben, ich möchte halt differenzieren. Und im Fußball ist es genauso wie beim Wetten. Die Objektivität ist halt gefragt für mich und damit kommt man halt weiter. Und natürlich, inwieweit ich es selber schaffe, ist natürlich, kann jeder versuchen zu beurteilen, aber ich versuche halt einfach das hinzubekommen und eben mich dem immer mehr anzunähern. Und eben das beinhaltet halt Differenzierung. Die Differenzierungen sind eben, sagen wir mal, da gibt es halt eine Unterscheidung zwischen Qualität der Wette und Ausgang. Also so wie es eben, es gibt einen Unterschied, sagte ein Trainer mal vor einem Jahr, aber die trauen sich ja meistens nicht, aber dass sie halt sagen, sie müssen unterscheiden zwischen Leistung und Ergebnis. Und eben diese klare Trennlinie ziehe ich, wobei ich selbstverständlich weiß, dass eben ein Ergebnis sozusagen alles andere schlägt. Also sprich, wenn jetzt jemand es schafft, halt diesen dreckigen Sieg, beziehungsweise halt dieses Ergebnis auch unverdient über die Zeit zu bringen, unverdient aufgrund der Spielanteile oder so, dann hat er eben trotzdem die 3 Punkte und es bleibt eben das. Ich bin halt der Meinung, dass es im Sport auch allgemein, dass es eigentlich der Sache dienlich ist, wenn eben, wie im amerikanischen Sport, dass man eben sagt, für uns zählt aber der Unterhaltungswert im Vordergrund und nicht nur, wer Sieger ist. Und wenn der Unterhaltungswert gut ist, dann ist natürlich auch herzlich willkommen, wenn ein verdienter Sieger oder auch ein unverdienter Sieger. Aber eben erstmal muss der Unterhaltungswert stimmen. Bei uns steht es einfach nur noch, Ergebnis zählt und alles andere ist wurscht. So, und die Leistung, also auf dem Platz, Qualität und Leistung, genauso ist es, ist die Wette gut oder ist sie schlecht? Und hier eben sich etwas einzureden, schönreden oder wie es halt, sagen wir mal, wenn man 30 Jahre im Wettgeschäft ist oder 35 Jahre bin ich eher als professioneller Spieler unterwegs, dann hat man natürlich so viele Menschen kennengelernt, auch so viele Geschichten gehört und so weiter. Und dann hört man halt immer wieder in die Richtung eben, dass man da Pech hatte und derjenige hier und da. Und selbstverständlich blendet er sein eigenes Glück aus. Und eben auch an dieser Stelle halt diese Objektivität hinzubekommen, dass man eben sagen kann, was war gut, was war schlecht an der Wette. Das Ergebnis betrachten wir im zweiten Schritt. Und eben auch wirklich sich weder die verlorenen Wetten schön zu reden,
noch die gewonnenen einfach nur abzuhaken oder etwas und immer zu sagen, ja, da hätte ja auch und da hätten sie nur und so weiter. Und wenn der reingegangen wäre und da hätten einen Elfer kriegen müssen und dann hätte ich meine Wette gewonnen, so ungefähr. Oder das war Nachspielzeit, dritte Minute und die machen noch den Ausgleich oder so. Man hat seine Wette verloren. Wie auch immer, das passiert halt in alle Richtungen und Spiel für Spiel. Und so wird es halt vermutlich auch immer bleiben. Man muss halt sehen, dass man mit der Qualität vorne liegt, langfristig. Und ich habe jetzt eben hier auch schon mal die Qualität gezählt bis hierhin. Und es war tatsächlich so, dass ich 41 gute und 27 schlechte. Man muss halt in die Vorgängervideos gucken, um das zu prüfen. Das heißt also, ich habe hier eine sehr solide Umsetzung auch der Qualität meiner Wetten bisher erfahren. Es lief gut, okay, was soll man sagen. Und das heißt aber Knock on Wood, ne, sagt der Engländer, das nützt einem überhaupt nichts, dass es mal gut lief eine Weile lang. So, aber die Qualität war in Ordnung. Das ist halt, was für mich hauptsächlich zählt. Natürlich müssen irgendwann die Ergebnisse auch rein und man kann eben nicht eine ganze Saison lang sagen, ja, gute Wette verloren. Klar, dann unterscheidet man sich halt nicht von demjenigen besonders mehr, der sagt, Pech gab, ich habe immer nur Pech. So, also. Das sage ich dann aber auch nicht, sondern ich sage halt nur, dass die Ergebnisse nicht im Einklang mit der Qualität standen. Die Kunst dabei, objektiv zu sein, wie gesagt, das ist der Versuch und was ich hier gemacht habe. So, wir sind bei 6 Minuten, gut, ich muss das hier unter Kontrolle halten. Wir hatten am Freitag halt diese 2 Paarungen und ich war eben hier bei Ander das und bei Hannover die Seite. Und jetzt gucken wir halt, wie sich die Spielstatistiken verhalten haben und stellen dann eben fest, ich hatte halt einen soliden, also einen winzigen Vorteil, also Ausgleich erwartet und es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass Kiel die bessere Mannschaft war, statistisch gesehen. Und ich habe das Spiel geschaut und ich kann eben nur sagen, Hannover, also das ist jetzt mehrfach so gekommen und darüber habe ich auch schon argumentiert, wenn ich jetzt sage, eine Mannschaft hat eigentlich das sehr gut gemacht und hat auch verdient geführt. Und jetzt würde man vielleicht sagen, na, das kriegen sie nach Hause. Okay, dann aber fiel der Anschlusstreffer und das war etwa 61 oder 10, also es war über der 60. auf jeden Fall. Und ab diesem Zeitpunkt hat eben Kiel tatsächlich alles wieder rausgeholt, was sie eben vorher auch stark gemacht hat. Und also auch in den vorherigen Spielen hatte ich ja gesagt, sie waren gut und so weiter. Und sie haben halt hier wirklich dann sehr, sehr gut gespielt und hätten da halt unbedingt diesen Ausgleich verdient gehabt. Hannover hat möglicherweise mit dem Anschlusstor, vielleicht auch mit dem zweiten, etwas zu viel abgehakt. Wie auch immer, rein statistisch gesehen, ist es halt also von beiden Seiten eben nicht ein so unternehmungslustiges Spiel, was dann aber wieder Vorteil ist, weil wir halt einen anderen hatten. Aber auf die Seite bezogen kann ich es halt nur als schlecht zählen, weil es eben zu wenig, also es waren wenige Chancen, die eben wirklich gezählt haben. Ich sage, bis zur Führung, sogar zum 2:0, haben sie es eigentlich sehr gut gemacht. Ich kann es aber nicht als gut zählen, auch wenn ich gerne würde. Man kann eben da sich manchmal neutral einreden. Hier ist es zu deutlich pro Kiel. Wie es zustande gekommen ist, habe ich versucht zu erläutern. Das war eben dieser Anschlusstreffer, der auf einmal die Fesseln da gelöst hat. Auch im Publikum und so, und dass sie daran geglaubt haben. Schade für den Fußball eigentlich, dass der Ausgleich nicht gefallen ist. Uns hätte es Geld gekostet oder jedem, der hier gefolgt ist. So, wir haben aber das Under gehabt. Das war natürlich definitiv gut. Von daher war das natürlich ein gelungener Freitag, zumal auch das Heidenheim-Under kam. Hier habe ich halt 2,99 Tore erwartet, hatte selbst damit noch eine Under-Wette. Gerade so in 2,83 waren die Chancen, also es ist auch eine gute Wette gewesen. Und hier kann ich halt die Qualität einschätzen und hier hatten wir sogar auch ein Plus 1, also komplett gewonnen. Bei Kiel, bei Hannover habe ich ja hier falsch hingeschrieben, denn das haben wir ja komplett gewonnen. Mit dem Under hier so. Muss ich natürlich korrekt hier eintragen. So, und Heidenheim gegen Darmstadt war halt tatsächlich so, dass ich für Heidenheim relativ großen Vorteil, allerdings in Deckung mit dem Markt, also ich lag nicht mit dem Markt über Kreuz, sie haben aber wesentlich weniger an Vorteil. Und auch hier muss ich sagen, sehr schade, dass Darmstadt nicht den Ausgleich geschafft hat, denn sie hatten so nachher gute Chancen. Statistisch gesehen ist es halt fast ausgeglichen, hier könnte man noch immer den kleinen Vorteil für Heidenheim sich einreden, der aber teilweise auch in den Verwertungs-, also da, wenn es heißt, immer in den Medien von Effektivität, also hier habe ich halt eine Effektivität sozusagen, die auch mit der gegnerischen Defensive zusammenhängt, von 3,96% erwartet und für Darmstadt nur 3,32%. Also diese, sagen wir mal, höhere zu erwartende Effektivität hat sich hier auch realisiert.
sozusagen aber auch nur in dem minimalen Erwartungsplus, weil rein statistisch gesehen war das Spiel völlig ausgeglichen. Nur die höhere Effektivität bei Heidenheim, die aber bereits in der Erwartung bei mir drinsteckte, hat ihnen hier noch ein kleines Plus ausgewiesen. Ich hoffe, das wird verständlich so. Also, wir hatten einen guten Freitag, alles wunderbar, alles halb oder ganz gewonnen, perfekt. Jetzt kommen eben die Sonne am Sonntag und Fürth. Und ich meine, da könnte man jetzt kurz über den Spielbericht auch, weil der halt meiner Meinung nach trotzdem dann etwas falsch, aber hier kommt es auf exakt ausgeglichene Werte, was eben dann nicht heißt, dass Fürth das Spiel hätte gewinnen müssen. Allerdings, natürlich wären sie auch mit dem Punkt total zufrieden gewesen und man hat eben die geknickten Interviews im Nachhinein und vom Spielbericht her war es halt fast so, als ob Fürth sie an die Wand gespielt hätte, was auch teilweise ein bisschen so aussah. Natürlich führte Stuttgart da, aber wollte definitiv das Spiel nicht so aus der Hand geben und Fürth hat sie einfach und da habe ich natürlich eine fantastische Wette gehabt oder jeder, der mitgemacht hat, trotz allem, also auch selbst wenn Stuttgart hier noch meinetwegen statistisch eben auch aufgrund der Verwertung, die eben hier mit eingerechnet ist, hier steht es nicht, Quatsch, natürlich mit der Erwartung, muss ich hier, nein, die war sogar neutral, weil eben Stuttgart zu Hause bisher und Fürth auswärts und so weiter, das verrechnet sich dann halt so ein bisschen. Also hier war es, also rein statistisch war das Spiel so ausgeglichen ungefähr wie das. Heißt eben aber nicht, dass Fürth hätte gewinnen müssen. Ein Unentschieden wäre verdient gewesen, aber die Leistung war klasse. So, Nürnberg gegen Karlsruhe, also hatten wir noch was, wir hatten das Ander. Natürlich, wir hatten das Ander und das Ander war definitiv gut. Denn hier müssen wir gehen nach den 3,11 erwartet, 3,07. Die Wette basierte auf den 3,11. Die 3,07 sind, was im Spiel eingetreten ist, also war es definitiv eine gute Wette. Bei Nürnberg gegen Karlsruhe kann man jetzt sagen, hatte ich ein Plus, also der Computer, alles natürlich im Einklang mit dem Markt, denn wir hatten hier keine Wette. Ansonsten, ja, wie auch immer sie ausgefallen wäre, dann hätten wir argumentieren können. Wir hatten keinen Widerspruch mit dem Markt, insofern war hier alles einwandfrei, aber Karlsruhe hat sich als die bessere Mannschaft erwiesen. Wir hatten aber ein gutes Over, denn gegenüber den 3,04, auf welchen die Wette basierte, waren es sogar 3,14. Und da haben wir halt letztendlich eine sehr gute Wette gehabt, nur haben wir sie verloren. Das war halt jetzt schon ein bisschen Pech, aber selbstverständlich gehört es, also plus bezeichnend ist hier, dass man einfach jetzt nur gute Wetten hatte bisher. Ne? Wien gegen Bielefeld ist eben auch ein trügerisches Ergebnis, wobei man hier durchaus sagen darf, dass dann bei Wien irgendwann halt, das habe ich eben schon am ersten Spieltag, habe das ja auch damals schon erzählt oder mehrmals schon im Nachhinein dann auf diesen ersten Spieltag, wo sie in Karlsruhe 1-3 verloren haben, wo man vielleicht sagen würde, Mensch, als Aufsteiger und so ist okay, man spielt halt erstmal mit, versucht und Tore und so weiter, aber so ein bisschen zu früh halt die Abwehr entblößt und das machen sie halt wiederholt und dadurch ist selbst wenn die Effektivität des Gegners wird sich ja langfristig auswirken auf die defensive Conversion Rate von Wien in Heimspielen oder wenn es auswärts passiert, natürlich auch in Auswärtsspielen. Das heißt, sie werden auch weiterhin, sprich, dann werden die Erwartungswerte ansteigen und auch diese Werte, weil die mit der Conversion Rate verrechnet werden weiterhin. Das heißt also, wenn sie weiterhin sozusagen, wie man dann gerne sagt, manchmal naiv, zu viel nach vorne laufen, dann werden die Chancen für den Gegner größer. Und wenn man es halt schon in der 35. Minute macht, meinetwegen bei 0-2, dann hat der Gegner 55 Minuten Zeit, um halt diese Fehler auszunutzen. Dann wird eben diese Conversion Rate gegen sie allmählich anwachsen, wenn eben der Gegner wiederholt aus wenigen Chancen viele Tore macht. So wirkt sich das eben aus. Und man kann eben nicht sagen, dass der Sieg unverdient war, man kann nur sagen, hier blieb das im Rahmen und sogar im Sinne eines Over war es nicht mal eins. Also es waren eben nicht so viele Chancen, sondern Bielefeld hat halt alle genutzt. Warum? Vermutlich, weil sie größer waren als gewöhnliche Chancen. Auswirkung ist dann eben erst langfristig, dass das sich in die Conversion Rate niederschlägt. Hier war der Spielbericht auch ein bisschen kurios und ich habe ja dann auch diese Schlusssequenz, also in der Zusammenfassung gesehen und so weiter, hat der Sandhausen dann so viele Chancen. Und dass dann der Sprecher immer meinte, hier hätte Bochum längst schon gewonnen haben müssen, so ungefähr. Also das hat sich hier statistisch überhaupt nicht gezeigt. Manchmal ist die Größe der Chancen natürlich, die dann eben
für mich nicht messbar ist, weil ich kann jetzt nicht anfangen zu differenzieren, oh, der hat aber von der Position, das war aber noch eine größere Chance oder sowas, oder die haben tolle Chancen herausgespielt. Das muss ich alles sehr langfristig, denn auch die Chancen, wie sie sich ergeben, ergeben sich zufällig. Also gelegentlich zufällig als sehr große Chance, was man aber nicht planbar und nicht auf diese Art sicherstellen kann, dass es sich so wiederholt. Das Spiel war absolut okay, also statistisch gesehen für Sandhausen, hätte eben sogar einen Sieg verdient gehabt nach dem. Natürlich orientiere ich mich, wie gesagt, jetzt auch an den Schlussszenen, wo ich dann sage, Mensch, da hätten sie aber noch locker den Siegtreffer auch machen können. Und meinetwegen, dass Bochum seine Chancen und halt ein Tor und vielleicht auch etwas mehr hätte machen können. Natürlich, was ja auch diese Zahlen hier belegt, will ich jetzt nicht bestreiten. Aber ich orientiere mich an diesen Zahlen und auch jetzt nicht an dem, was der Sprecher erzählt. Wobei die Sprecher halt normalerweise sich nur am Ergebnis orientieren. Was also dann, sagen wir, wenn jetzt jemand eine abweichende Ansicht hat, dann müsste man sie eigentlich gutheißen und zu schätzen wissen. Sprich also, wenn er sagt, Bochum hätte gewinnen müssen, dann finde ich das schon mal gut, dass er sich gegen das Ergebnis durchsetzt mit seiner Behauptung. Statistisch, wie gesagt, hat sich nicht gezeigt. Möglicherweise war es halt teilweise dann auch die Größe der Chancen, an der er sich dann orientiert hat oder so, wo er dachte, Mensch, da hätten sie doch schon das Zweite haben können. Und dann wäre das Ding too bad. Put it too bad. So, bei HSV gegen Aue ist nun ein sehr kurioser Verlauf. Hier sind wir ja auch wieder wettmäßig integriert mit einem Under und mit der Seite. Ich habe das aber vorher gut erklärt, dass man halt diese Lines einfach nicht gewinnen kann. Und ich kann es ja schlecht, ich kann es ja dann immer wieder sagen, ja, sie war gut oder sie wäre gut gewesen oder man hätte es machen müssen. Oder man kann ja dann auch versuchen, mit minus 1,25 zu gewinnen. Dann gewinnt man ja auch nicht, weil die Spiele halt dann einfach unentschieden ausgehen und die Mannschaft gar nicht erst gewinnt oder so. Also deshalb ist natürlich auch schon oft genug vorgekommen, wo ich dann sage, ja, ich kann mich auch gar nicht beschweren, wenn der Gegner so gut spielt. Hier war es halt so, dass rein statistisch gesehen Aue das halt fantastisch gemacht hat. Minus 0,59, das ist ja fast einer der größten. Na gut, hier haben wir noch Regensburg und dann haben wir noch sogar Kiel, was man jetzt natürlich trotzdem nicht so empfindet, wo also eine höhere Überlegenheit war. Gut, es war halt einfach eine 0,59 besser als erwartet. Was eben nur heißt, HSV hat eigentlich nichts gehabt oder wenig Chancen, hat aber alle verwertet. Klar kann man da auch wieder über Qualität und sowas nachdenken, die ja auch gegeben sein mag. Und natürlich ist es irgendwann auch am Spielstand orientiert, dass der HSV dann halt sagt, viel müssen wir nicht mehr machen. Wenn wir müssten, könnten wir vielleicht. Aber das liest man hier nicht ab. Hier bleibt halt ein kleines Plus. Wir können halt dastehen. Wir können es nur eigentlich als gute Wette zählen. Aber wenn man sagt, naja, wenn man so fett verloren hat, dann sollte man vielleicht lieber auf neutral gehen. Dass man halt sagt, ich will mir jetzt nicht einreden, immer wenn meine Mannschaft nach Haus hoch verlieren, du hattest aber die richtige Seite. Also das wäre natürlich auch ein bisschen Augenwischerei, ja. Aber das andere war eben definitiv gut. Also das kann ich ja dann nicht schlecht reden, wenn jetzt Aue, also wenn es jetzt für 1,95, da kann ich jetzt nicht sagen, das war schlecht. Also das war dann halt doch zufällig, dass der HSV da alles dann verwertet hat. Ne? Bei Osnabrück St. Pauli ist halt jetzt auch wieder bedauerlich, weil das halt wie das Nürnberg-Karlsruhe 3,04, 3,07 und hier liegen wir halt jeweils drüber. Und dass einfach dieses dritte Tor da nicht gefallen ist, obwohl da, also man hat ja irgendwann aufgehört, bei allen Spielen habe ich aufgehört, dann irgendwann die Pfostenschüsse zu zählen, die nicht nur meine Mannschaften, sondern auch für das Over und so weiter. Es war halt gut, wir haben es verloren. Es ist eben so, diese drei Wetten, die waren natürlich jetzt ein bisschen schmerzhaft, das ist ja klar, wenn man halt das gut hat und halt im Prinzip, ja, dann einfach unglücklich verliert. Auch bei Dresden-Regensburg, also besser geht es ja kaum, 2,81 erwartet, Spielstatistik mit 3,06. Hier bitte auch beachten, dass Regensburg die klar bessere Mannschaft war, was also für mich auch der Spielbericht ganz deutlich, erste Halbzeit klar überlegen, zweite Halbzeit mag Dresden das so ein bisschen ausgeglichen haben, aber das war ein absolut glücklicher Sieg für Dresden und das muss man natürlich auch berücksichtigen. Ne? Bei St. Pauli habe ich es vielleicht nicht erwähnt, aber da war St. Pauli besser als erwartet. Nicht so viel, sodass immer noch ein kleines Plus für Osnabrück. Natürlich sagt man dann einfach nur verdient, aber es hätten halt mehr Tore sein müssen nach den Chancen. Also, hier hat man auch ein gutes. Und das ist eben natürlich jetzt fantastisch, wenn man halt so gute Wetten hat, also hier nur richtige und hier eigentlich, also die sogar die eine, also die schlechte Hannover ist statistisch dann, kann ich aber nicht umdrehen, weil wenn ich jetzt anfangen würde, die einzelnen da umzudrehen und zu sagen,
ich hatte immer die richtige Seite sozusagen. Ja, da haben sie gut angefangen und dann haben sie sogar ein Tor gemacht. Ja, war gut. Da lagen meine hinten, dann haben sie Statistik auf die. Siehste, da hatte ich auch die richtige Seite und so weiter. So kann ich natürlich nicht anfangen. Insofern muss ich dann das auf die Statistik, zumal ich eben auch dann nicht jedes Spiel sehen kann und dann auch nicht da selber anfangen kann, Strichlisten zu führen oder wie es war, sondern muss ich mich halt auf die Werte verlassen, die ich bekomme. Insofern haben wir halt eine schlechte, die man aber auch nicht wirklich so empfinden würde, wo man einfach sagen würde, mit Hannover hat eigentlich so Gutes gemacht und da sogar zwei Tore vorne, wo man sagen würde, bis dahin war Kiel noch gar nicht richtig in Erscheinung getreten. So, denn, aber wie gesagt, das kann ich nicht. Und das Aue wäre statistisch auch gut, kann ich beim 0-4 nicht zählen. Aber ansonsten haben wir halt überragende Qualität. Und hier habe ich das noch nicht ausgerechnet. Da brauche ich ja eigentlich bloß... brauche ich ja nur die Summe von hier bis hier nehmen. Ne? Das habe ich ja wahrscheinlich immer so gemacht. Oder ich weiß jetzt nicht ganz genau. Also haben wir bei minus 1,79 Einheiten, sind wir auf die zweite Liga. Muss man halt jetzt mit leben. Es war halt eigentlich alles okay mit 7:1 Qualität und geht eben nicht. Und ich hoffe aber, ich konnte das hier jetzt gut erläutern. Und jetzt sieht man mal, ich habe das auf 21 Minuten und jetzt werden die View-Zahlen natürlich in die Höhe schnellen. So, schönen Dank. Thanks for watching. Morgen bin ich wieder da mit dem Rückblick auf die erste Liga. Danke an Harper.